Das letzte Mal gerade was in der Uni erledigt. Mein letztes Paper, das habe ich ein bisschen aufgeschoben. Kurze Pause habe ich gemacht für ein Desperate. Wir haben ja vor kurzem gerade erst über Desperate geredet. Mein Gott, muss aufpassen, dass keiner kommt. Dass ich noch welche brauche für Mutarates, falls sie irgendwann mal kommen. Überraschend viele Leute da gewesen, 15 oder so, über 10 für Desperter, was mich krass gewundert hat. Ich blende das hier eh nebenbei im Schnelldurchlauf ein. Hab ihn gefangen, zweiter Wurf oder so, aber IV jetzt nicht so top. Was geschenkt bekommen vom Kollegen Sascha, aka Goodlife, als ich beim Raid war. Anscheinend ein richtig klasse Rucksack. Den checken wir zu Hause ab. Kleines Unboxing, Unpacking. Jetzt geht's erstmal heim oder mal schauen. So, zu Hause angekommen. Moment, so, oder? Ich hoffe, ihr seht mich. Hab mir gedacht, überlegt, was ich jetzt noch drehen kann für den Rest des Videos. Und da dachte ich mir, wie gesagt, den hier öffne ich eh. Der sieht richtig krass aus hier. Schaut euch das mal an. Und da mache ich einen auf Trainer-Tipps. Während ich das öffne, beantworte ich ein paar Fragen. Das hatte ich eh vor, ein FAQ noch zu machen, wo ich ein paar Fragen von euch beantworte, die meistgestellten, damit die halt nicht ständig in den Streams und in den Kommentaren und vor allem in den Nachrichten immer wieder drankommen, beantworte ich die jetzt einmal, die meistgestellten halt, und dann kann ich immer darauf hinweisen. So, Nummer 1, welche Map benutze ich? Pokémap Muck, dann ein paar Fragen zu der Map immer. Oh mein Gott, Moment, muss mal mein Knie wechseln. Moment, so. Ein paar Fragen zu der Map, die noch immer gestellt werden. Wieso scannt die nicht in meinem Bereich? Weil die nur für München ist. Deswegen das Muck. Das Muck steht für Munich, München. Die scannt nur in München und da auch nicht jeden Bereich momentan. Weitere Fragen. Wieso zeigt die keine IVs an? Weil das ein Premium-Service ist. Wenn du die IVs sehen willst, dann musst du spenden. Ansonsten bleibt die Map nicht am Leben. Noch eine häufig gestellte Frage. Das mit dem WhatsApp-Chat, wie kriege ich diese Benachrichtigung? Das ist auch ein Premium-Service. Wenn du spendest, kommst du in die Gruppe und dann kriegst du das. Und das ist auch nur für München. Sprich, wenn ihr das haben wollt für eure Gegend, für eure Map, dann müsst ihr das mit eurem eigenen Map-Betreiber regeln. Frage Nummer 2. Was für ein Handy benutze ich? Huawei Honor 5C oder C5, keine Ahnung. Hab mir das Handy nicht so genau angeschaut. Ich hatte mein altes iPhone 5, lief eigentlich alles ganz gut, abgesehen vom GPS, das war tot, das war echt tot, es gab manche Stellen, der wollte da einfach nicht rein, keine Ahnung wieso, der ist einfach stehen geblieben, egal wie tief ich reingegangen bin, und dann habe ich irgendwann gewechselt, im Dezember war das, Kollege Barisch kennt sich ganz gut aus, Preis-Leistung schaut er immer, achtet er sehr genau drauf, hat er mir das empfohlen, hatte dasselbe und seitdem benutze ich das, ist auch Android, was ziemlich gut ist, weil das da einen Screen Recorder hat. Was mich zur nächsten Frage führt, mit was nehme ich auf? AZ Screen Recorder, freie App im App Store erhältlich, also nicht App Store, Google Store, Google Play, was auch immer. Dritte Frage oder vierte, ich weiß es jetzt, hören wir auf mit den Zahlen. Nächste Frage auf jeden Fall, mit was schneide ich meine Videos? Final Cut Pro. So. Okay.
Der sieht krass aus. Ja. Aber bevor wir den uns genau anschauen, zwei weitere Fragen. Und zwar, was ist das für eine Puppe? Manche haben schlimme Gedanken, da sieht man direkt, wie kindisch die sind und eigentlich keine Ahnung haben. Das ist eine ganz normale Schaufensterpuppe. Moment, ich zeig sie euch mal. Und das war meine Abschlussarbeit in Kunst. Ich hatte Leistungskurs Kunst und Englisch, die zwei chilligsten Fächer. Da musste man halt gar nichts machen. Thema war Tattoo, Körperkunst, Tattoos. Und ja, cooles Andenken. Und ist halt auch schwer zu beseitigen, also keine Ahnung, ich würde es nicht wegschmeißen, aber wenn ich es wegschmeißen wollen würde, dann keine Ahnung, wohin damit. Das wäre viel zu groß, der Aufwand. Deswegen behalte ich das einfach. Und eine weitere Frage. Wieso habe ich so viele Dosen? Also das sind übrigens Deodosen, weil nicht jeder weiß, was das überhaupt ist. Wieso habe ich so viele? Weil das eine Sammlung ist. Und Sammlungen haben es so an sich, dass je mehr man davon hat, desto besser die Sammlung ist. Das zeige ich euch jetzt auch mal schnell. Und es geht auf der anderen Seite und in der Mitte und da noch viel weiter, also da habe ich noch viel mehr. Hat sich so ergeben, Ex-Deo-Sammlung. Keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, aber es gibt so viele verschiedene Dosen und die sind alle zeitlich limitiert. Also gibt viele Ex-Sammler, gibt es echt eine kleine Community sogar. Manche Dosen sind sogar 50, 100 Euro wert. Aber jetzt erstmal weiter zu dem Rucksack hier. Ich stelle euch mal wieder ab. Ich hoffe, das passt so. So. Der sieht schon krass aus. Eine weitere Frage. Wieso ist mein Spiel auf Englisch? Einfach, weil ich will. Ich habe am Anfang gar nicht drauf geachtet. Also aus Gewohnheit habe ich eh immer alle Einstellungen auf Englisch. Und dadurch ist das Spiel halt auch automatisch auf Englisch. Und wieso habe ich alles auf Englisch? Einfach, echt einfach, weil ich will. Es gibt Leute, die bevorzugen Filme auf Englisch. Es gibt Leute, die schauen Animes auf Japanisch, original. Mit englischen Untertiteln oder deutschen. Ist echt einfach nur eine Geschmackssache. Wow. Aussehen tut echt krass. Oh mein Gott. Ja. Fühlt sich gut an. Frage, also eine weitere Frage basierend darauf. Wieso ist mein Charakter weiblich? Antwort auch einfach nur, weil ich will. Und eigentlich ist das gar nicht außergewöhnlich. Also ich kenne echt sehr viele, die meisten sogar, die mit einem weiblichen Charakter rumlaufen. Und ich kenne auch viele Mädels, die mit einem männlichen rumlaufen. Also jeder, wie er will. Am Anfang war es echt, wo ich ein bisschen mehr Zuschauer bekommen habe, kam die Frage echt sehr, sehr häufig. Aber inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Und ich finde es auch echt überhaupt nicht außergewöhnlich. Okay. Es hat sogar Kabel. Oh mein Gott. What the fuck? Das wird mein neuer Pokémon Go Rucksack. Oh mein Gott. Aha. Aha. Okay, krass. Moment. Das zeige ich euch gleich. Weitere Frage. Was bin ich für Landsmann? Das kam am Anfang auch end häufig, aber schon seit langem nicht mehr. Und zwar bin ich Vietnamese. Und mein WhatsApp-Chat geht ab. Ich muss kurz schauen, ob das irgendein krasser Topspawn ist. Nicht, dass wir den verpassen. Und nur Birgit den bekommt. Nee, nur ein Schoner. Nichts Besonderes. So, Moment, wo hab ich mal. So. Okay. So, Powerbank. Ah ja, das ist auch eine häufig gestellte Frage. Was für eine Powerbank habe ich? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Schaut sie euch genau an. Ist schon sehr gebraucht, aber hat gute Dienste geleistet. 22.400 mAh. Und seit neuestem habe ich auch noch eine zweite. Seit dem Doppel-Alles-Event, weil ansonsten hätte ich es echt nicht ausgehalten. Die reicht ungefähr für 8 bis 10 Stunden. Manchmal mehr, manchmal weniger, keine Ahnung. Und bei Events zockt man halt echt mehr. Oder zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin oder so, da ist die zweite echt notwendig. Einmal habe ich sogar geschafft, beide leer zu machen. Kein Kommentar dazu. Aber schaut euch das an. Man steckt die hier ran in den Rucksack,
Schön verstaut. Okay, jetzt muss ich mein Kabel rausholen. Muss mir eigentlich noch ein kurzes kaufen. Hier kann man das anstecken. Ah ja, übrigens, dieses Video ist nicht gesponsert. Den habe ich echt nur so geschenkt bekommen. X-Design hat mir das nicht geschickt, also das ist keine Produktplatzierung hier. Ich habe den einfach nur geschenkt bekommen und der ist einfach nur krass jetzt. So, das Kabel kann man hier anstecken. An den Rucksack. Und laden. Wie krass ist das? Hm. Studium. Was studiere ich? Amerikanistik studiere ich. Das ist mein zweites Studium. Das erste habe ich leider abgebrochen. Da habe ich was Normales studiert. Normal Gymnasium, dann Studium. So das 0815 BWL, Betriebswirtschaftslehre. Und das habe ich übrigens in Wien gemacht, weil mein Abi-Schnitt nicht gut genug war für München. Da gibt es einen NC Numerus Clausus und in Wien gab es gar keinen. Da konnte man. Und in Wien kann man mit einem richtig schlechten Abi studieren, was man will eigentlich. Oder das meiste, das halt kein Numerus Clausus hat. Dann habe ich das studiert, hat mir nicht getaugt. Hatte auch eine Menge Pech. Also einmal war. Also es gab zum Beispiel eine Teilprüfung. Da musste man Teil 1 separat bestehen und Teil 2. Aber die haben zusammengehört und man hat das Fach nur bestanden, wenn man beide bestanden hat. Und beim ersten Versuch habe ich A bestanden, aber B nicht. Und dann, als ich wiederholt habe, haben sich irgendwie die Lehrer getauscht und es gab neue, dies, das. Und dann habe ich das erste nicht bestanden, also A nicht, aber dafür B. Und dann dachte ich mir, okay, echt scheiß drauf. Gab es noch andere Probleme und dann habe ich gewechselt. Hab mir überlegt, was mache ich gerne. Ich kann Englisch gut, ich kann Sprachen allgemein gut und ich kann halt zeichnen relativ gut. Aber jetzt die ganzen Zeichenstudiengänge oder was weiß ich da, die waren echt von der Bewerbung her echt anstrengend. Habe ich mir gedacht, nee, das gebe ich mir jetzt nicht. Und dann bin ich irgendwie über Amerikanistik gestolpert. Gefällt mir übrigens sehr gut, macht mir echt eine Menge Spaß. Studium läuft echt ideal, ich schreibe nur Einser, ab und zu ein paar Zweier und ganz, ganz selten Dreier und Vierer, also echt nur im Notfall. Und ja, yeah, Studium läuft, Bachelorarbeit geschrieben und wenn ich da was schlechter als 1,7 bekomme, bin ich sogar enttäuscht, richtig, richtig enttäuscht. Also so gut läuft es. Was kann ich daraus machen? Gute Frage, ich werde es jetzt demnächst herausfinden, ich werde mich überall bewerben. Die dümmste Frage, die man mir stellen kann, oder allgemein, ist halt eben, was machst du danach, was kann man daraus werden? Und das ist nicht die dümmste Frage. Die dümmste Frage ist dann, wirst du Lehrer oder Dolmetscher? Ah, jetzt ganz kurz, ich hatte eigentlich vor, ein Video separat dafür zu machen, für alle, die es interessiert. Und zwar, ein bisschen was zum Studium. Ihr kennt doch diese Kinderspiele, wo zum Beispiel, es gibt ein Dreieck als Loch und dann gibt es ein Dreieck, eine Dreifigur, Schablone, und die kann man da reinstecken, die Kinder, damit die lernen, was wo reinpasst. Kreis, Stern und sowas. Und die meisten Leute stellen sich so vor, dass Studium so wie diese Schablone ist. Du lernst einfach, also du lernst ein Studium für genau einen Job, der genau so reinpasst. Das stimmt natürlich nicht. Das ist sehr, sehr selten der Fall. Man lernt und dann hat man einen Bereich, in dem man aktiv ist. Und dann, ja, und jeder Beruf hat einen eigenen Bereich. Und wenn du Glück hast, überlappt sich dein Studium mit deinem Wunschberuf mal mehr, mal weniger und überall, wo du dich überlappst, überschneidest, irgendwo dein Aufgabengebiet reinkommen kann, da bewirbst du dich halt. Dementsprechend, wenn jemand sagt, was kann man daraus eigentlich machen, dann sage ich immer alles oder nichts, weil du kannst echt alles machen, alles, wo dein Bereich sich überlappt, überschneidet, aber du kannst auch gar nichts machen, wo sich halt nicht genug überlappt oder gar nichts. Dementsprechend, falls Interesse daran besteht, teile ich mal meine Erfahrung, mein Wissen, zwecks Studium mit allen. Weil Studium ist echt schwierig. Also Studium an sich nicht, aber die richtigen Entscheidungen treffen, das Richtige genug zu wissen. Und da hilft auf jeden Fall die Erfahrung von einem anderen Ratschläge. Ich wünschte, ich hätte es damals bekommen. Dann hätte ich viele Fehler nicht gemacht, nicht ein Studium abgebrochen, mehr draus gemacht. Aber was soll man machen? Am Ende bin ich da gelandet, wo ich bin und mir gefällt's. Aber das war's. Richtig chilliger, cooler Rucksack. Alle Fragen beantwortet, hoffe ich, die so sehr häufig gestellt werden. Und ihr wisst, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Diesmal stellt mir keine Fragen mehr. Das kommt später, glaube ich, noch. Oder wenn, dann morgen. Die ganzen Fragen vom letzten Video.
Da wurden mir echt viele Top-Pokémon geschickt und ich soll die alle bewerten, ob die gut sind für euer Level. Obwohl ich extra gesagt habe, das will ich eigentlich nicht machen und dann kommen so über 100 Nachrichten davon. Aber ich werde es trotzdem für euch machen. Bleibt dran, wenn ihr das sehen wollt. Morgen oder sogar heute noch. Ich muss das vielleicht sogar in ein, zwei, vielleicht sogar drei Folgen teilen, weil das so viele Nachrichten waren. Ah, das war's. Folgt mir auf Instagram, Twitter, Facebook. Vergesst nicht, Pokémon is serious business.